Pascal spielt Badminton und zusammen mit seinem Teamkollegen bekommen sie deshalb einiges an Wäsche zusammen. Bisher hat er diese nach dem Waschen an Schnüren aufgehängt, die durch seine ganze Wohnung gespannt waren. Das sah aber nicht sehr ordentlich aus, darum wollte er zusammen mit Max eine Lösung finden. Mit Aluminiumprofilen, zwei Rollladenmotoren und Seilen konnte das Electric Drying Rack, wie wir es genannt haben, das erste Mal auf- und abgefahren werden. Als Controller wurde ein Raspberry Pi verbaut und programmiert, damit das Rack mit Knöpfen bedienbar ist und es bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn sich jemand beim Herunterfahren unter dem Rack befindet, eine Warnmeldung per E-Mail ausgeben kann. Der Raspberry Pi befindet sich mit den Feuchtigkeits- und Bewegungssensoren und der restlichen Elektronik in einem Kasten an der Wand. Die Ösen zur Befestigung der einzelnen Wäscheleien am Rahmen wurden in einem CAD-Programm erstellt und anschließend mit einem 3D-Drucker gedruckt. Mit dem Electric Drying Rack oder kurz EDR hat sich bei Pascal alles verändert. Nach dem Waschen muss er nicht mehr irgendwelche Befestigungen suchen, um daran eine Schnur für seine Wäsche festzumachen. Er drückt nun einfach auf einen Knopf und das EDR fährt aus der Decke nach unten. Jetzt kann er einfach seine Wäsche aufhängen und mit einem weiteren Knopfdruck fährt das EDR mitsamt seiner Wäsche wieder unter die Decke, sodass er darunter laufen kann.